Hallo. Hallihallöchen. Heute sind wir mal am Plaza Win Encore. Encore heißt das? An der Fashion Mall oder Fashion Show Mall. Fashion Show Mall, genau. Und da wollen wir heute mal rein. Genau. Da waren wir schon lange nicht mehr. Gucken, was es Neues gibt oder Altes noch da ist. Genau. Also, man nennt es auch UFO, ne? Also ich sage noch UFO dazu. UFO dazu, genau. Hat ja irgendwie so den Anschein. Genau. Schwank nochmal zurück. Nochmal zurück. Hat schon was, die Aussicht hier immer wieder. Angenehme, ich würde mal sagen, so 30 Grad haben wir noch. Ja, leicht windig. Leicht windig, ja. Genau. Und ihr seht, nicht direkt blauer Himmel, weil wir haben etwas hazy hier. Die Rauchschwaben von Kalifornien erwischen uns hier ein bisschen was. Morgen soll es noch heftiger werden. So, dann gehen wir mal ein bisschen in die Meile. So, sind jetzt unten reingegangen und ihr seht, fast nichts los. Von der Uhrzeit her, wir haben High Noon, 12 Uhr. Ja, habe ich Oder halb eins oder schon? Ja, so um die drei. Also genau Mittagszeit, sagen wir einfach mal so. Also es ist hier kein Outlet, das ist ja das Einkaufszentrum, richtig? Und es liegt direkt am Stripe, ne? Ja, gegenüber vom Encore Win. Ja. Klar. Da vorne haben wir Macy's. Macy. Ich finde es ja so ein sehr schönes Einkaufszentrum. Mehrere Etagen, wer noch nie hier war. Genau. Aber auch nicht das billigste, ne? Boah. Es ist kein Outlet, muss ich sagen. Es ist ein Einkaufszentrum. Aber jetzt füllt sich langsam. Wohl ein Nebeneingang, wo wir reingekommen sind. Überall rum? Ja, wir können da mal. Hier ist Lodge. Neue Kollektion. Additional Strap-On. Ja, hier sind wieder Knuffeliges. Crocs. Crocs kriegst du wirklich überall, ne? Sunshine Girl. Überall gibt's Crocs hier. Ja, die sind auch, glaube ich, irgendwie angesagter hier in Amerika, ne? Also, sag ich jetzt mal einfach so. Okay. Schuhe sowieso. Schmuck mit Uhren. Get your gift. Hier können wir schon wieder drehen. Hier können wir drehen, genau. Da vorne auch. Gems, Sketchers. Alles bunt gemischt. Und angenehm warm hier drin. Es ist nicht so kühl. Wir waren ja schon in manchen Einkaufszentren, wo wir gefroren haben. Berger im Sun.
ist der Urname. Ist ein Deutscher, oder? Und gerade einen Golf gesehen, der vorne auf seinem Nummernschild Wolfsburg draufstehen hat. Ja. Der wird auch definitiv ein Deutscher gewesen sein. Ja, oben, wie gesagt, die zweite Ebene. Aber man sieht, wie gesagt, zu dem Outlet, sage ich jetzt mal, viel größer und schicker, muss ich ja sagen. Egal, welche beide jetzt sind. Also ich finde es hier angenehmer. Mac. Das Mac-up. Und der Starbucks. Könnte man. Ja, das kann nur nichts sagen. Ja, gut, da kann man aber schon mal was finden, ne? Dann gehen wir mal rein und wenn wir was gefunden haben, zeigen wir es euch. Da raus haben wir eigentlich nichts Besonderes, Schönes, großartig gefunden. Ja, außer uns ist nur aufgefallen, dass die Jeanshosen unten wieder Schlag bekommen. Schlag wieder genau. Irgendwie. Und die hier in den USA, Las Vegas, wird jetzt zurzeit richtig gesucht. Einstellungen ohne Ende. Und das Vorstellungsgespräch, wir drehen einfach mal so, wird einfach so vor dem Laden gemacht. Vor dem Laden. Okay, du möchtest hier anfangen, dann machen wir mal schnell ein Gespräch. Auch so noch nicht gesehen, muss man sagen. Aber hier ist ja vieles sehr unkomplizierter. Ja. Ja, nichts großartig, Bewerbungsunterlagen, Zeugnis hier und dann noch das. Wir sind von da gekommen, ne? Ja. Ich habe immer leichte Orientierungsschwierigkeiten. So. Sephora, ganz viel Schminke, Schminke, Schminke. Oh, der Mario ist auch wieder da. Jetzt hier Leckereien für die Pralinen. Für die groß werden, wird selbst gemacht hier. Sieht alles so herbstlich aus, ne? Das soll ich mal sagen. In Herbst-Colors. Pink hat zu. Hier der Eingang jetzt vom Victoria's Secret. Du kannst Dinger kaufen für auf den Crocs. Die Schuhe selber zu machen. Zu designen auf den Crocs. Die ganzen Gummidinger, die wir eben gesehen haben. Die Sache, die sind ja hier so schnell. Die sind. So, wen haben wir hier? Buckle. Back. Sollen wir ins Macy gehen? Ja, wir gehen mal ins Macy. Dann sehen wir uns gleich wieder. Durch die Kosmetikabteilung sind wir ein Geruch. Okay. Na, das ist schon. Oh, komm, es ist schon. Aber zeig mal, wie groß von da hinten. Und wie sind da oben? Alles Kosmetik und Kosmetik und Kosmetik. Zwischendurch ein paar Schuhe. Da fangen die Schuhe an. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Und natürlich Lieblingspart: Fleuschis. Aber so fleischig sind sie nicht. Wir haben sie gerade schon getestet. Gummistiefel. Gummistiefel? Nein, wir ziehen keine Gummistiefel an. Ja, gehen wir mal durch die Schuhabteilung. Was ich jetzt hier entdeckt habe, eine ganze Ecke von Rituals. Habe ich in Deutschland alles immer benutzt.
Ich liebe Ritual. Ich glaube, das ist für Männer. Kenne ich gar nicht. %15. Und hier haben wir auch noch. Good. Hello. Und die haben auch einen Adventskalender von denen hier. Den hatte ich auch immer von meinem Mann in Deutschland bekommen. Ich weiß gar nicht, was er kostet hier. Ich schau mal. Sehen wir den Preis? Wahrscheinlich wieder nicht. Wo? Oh, da habe ich es nicht gesehen. $112. Dann ist er billiger wie in Deutschland. Weiß ich nicht, was der in Deutschland zurzeit kostet. Du weißt ja nicht den Preis von diesem Jahr. Nee, aber du weißt ja die letzten Jahre, die du bezahlt hast. Ich weiß es auch. So, hier haben wir auch noch. Bath and Body. Ach, nice. Und immer noch alles Schuhe. Schuhe, 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 Schuhe. So, hier haben wir wieder die Ecke Michael Kors. Mhm. 25%. Hier haben wir auch mal im Urlaub eine Tasche gekauft, ne? Ja. Mhm. Abendtäschchen. Mhm. Sehr schön. The Social Life. Abendkleider. Naja, Abendkleider. Ja, so sehen sie aus, Abendkleider. Teilweise wie Oma. Du sagst das. Ja, ist so. Kinderabteilung, war das nicht auch hier, wo wir für Bam Bam das letzte Schnuffituch gekauft hatten? Ja. Tommy? Der Tommy? Kinderabteilung. Auch wieder riesig. Schränkeneimer. Gut, alle Marken zusammen, ne? Ja, ja. Ach, guck mal, für unsere Schnuppi mal zu Weihnachten. Hm. Abendkleider, genau. Ja, die Holidays stehen an. Macy's raus. War jetzt nichts großartig. Haben wir euch ja zwei, drei Bilder gezeigt oder 10 gezeigt. Dass ich jetzt sage so. Und sind oben jetzt raus. Wenn du oben hast, dann Diesel. Gibt ja sogar noch eine Ebene. Wir müssen unten auf jeden Fall unten. Wenn noch da ist. Ja, ist noch da. Das ist, das ist der Schuhpalast. Aber hier bekommst du Eis, ne? Hier bekommst du Eis. Guck mal, was für Eis war. Bunte, cremige. Bunte, cremige. Was kostet denn hier ein Eis? $5. 45. Ach.
Ein Kügelchen. Ein Kügelchen. $5. 45. Wir haben aber schon teurer gegessen. Wir haben es schon teurer gesehen, gegessen. Ja, ein kleiner, ne? Im Outlet ist er größer. Ja. Großer Apple Store auf der anderen Seite. Lego. Lego. Gucken, welches Stadion sie haben. Barcelona Stadion. Edition. Oder eine Bus. So, kaum haben wir davon gesprochen, vom Food Court. Wir haben zumindest, was wir gesagt, Pizza, Pizza, hast du gesagt. Kitchen. Genau, Pizza Kitchen. Becken und da auch ein Sandwich. Ja, yes. Von der Pizzeria. Schauen wir uns mal die Speise an. So, dann gucken wir mal, was sie uns hier anbieten. Was steht hier? Das ist die Karte. Was kostet denn hier? Gar nichts. Da steht irgendwo ein Preis drauf. Das ist natürlich dann locken. Wie seht ihr, also wirklich auf keinem Bericht irgendwo ein Preis. Ja, aber da steht nur 3 to lunch order, 11 bis 4, Startingpreis 8,99. Aber was mein einzelnes Gericht kostet, steht da nicht. Okay. So geht's ja nicht. Nee, nee, nee. Casino Quest. Okay, eine App. Hast du denn keine App, die Casino Quest heißt? Wo? So, kommt mir der Name bekannt. Earl of Sandwich. Ganze Signaturladen, um sich schön machen zu lassen und keiner beim Friseur. Wir müssen aber jetzt, glaube ich, wieder rauf, ne? Sollen wir raufgehen? Dann drehen wir mal und gehen mal eine Etage höher und dann mach ich wieder an. Wir sind ja von da unten gekommen, hier hoch. Ich würde sagen, wir gehen einmal so links rum, rechts wieder zurück. Außer wolltest du am Fischladen vorbei? Ne, ich muss nicht am Fischladen vorbei, okay. Aber das ist Dillard's von oben. Brauchen wir nicht, GameStop brauchen wir auch nicht, Vans brauchen wir auch nicht. Aber gut, beim Dillard's können wir mal anhalten. Gut, dann gehen wir mal zum Dillard's rein. Ich muss hier aufnehmen, Frauensachen, ich muss das hier so sagen. Also, meine Frau sagt, guckt euch das an, Lippen stimmt ihr in allen Farben und so. Okay. Nein, das sind schon verschiedene, aber und auch auf der anderen Seite, dann einmal kommt. Und was hier ganz normal ist, dass hier Stühle stehen und ihr euch dann schminken lassen könnt, um die Produkte auszuprobieren, beziehungsweise dann den Rest ja dann kaufen könnt. Zum Kaufen, genau, wenn du es gut findest. Auf der anderen Seite saß auch eine Dame, die sich hat gerade oder ja, da gerade schminken lässt. Das ist hier ein Gang und Gäbe von verschiedenen Produkten. Aber ich glaube, das Produkte. Ist nicht unser Dingens. Wir gehen hier unten, glaube ich, wieder raus. Wir gehen wieder oben raus. Noch mal. Also ich fahre jetzt nicht von hier unten. Gut, dann gehen wir wieder. Gehen wir nochmal raus. Schuhe für die Schatz. Schuhe? Stiefel? Ja, Stiefel. Aber, zu Popo gehen? Aber Overnight-Schuhe sind, glaube ich, für Damen leer. Wir bleiben ja hier stehen am Dillard's, ganz ehrlich. Ne? Also normalerweise sagt man ja, der erste Eindruck überzeugt einen, in den Laden reinzugehen. Und ne? Für mich ist das jetzt altmodisch. Jetzt mal, ich mach das mal ein bisschen größer, wir gehen also nicht näher ran. Und jetzt guckt mal von links nach rechts, würde ich mal.
Jetzt mal ganz ehrlich. Nee, seht euch das für euch einladend aus? Hat ihr gesagt, alles klar, das ist die Sommermode. Gut, Geschmack ist auch da wieder verschieden, aber... Ja, nein. Die Amerikaner laufen sowieso ganz anders. Ganz anders. Ganz anders, ja. Also, definitiv. Gut, dann drehen wir, wie gesagt. Genau, darunter. Wird jetzt was schnell. Und gehen dann... hier und dann wolltest du an dem... Raiders Laden. Wollten wir gucken, wir mal wieder klein. So, wenn wir alles sehen. Und mal, Casino Quest, irgendwas sagt mir das. Ich weiß aber nicht mehr, was mir das sagt. Ja, das ist doch mal ein Outfit für Halloween. Da ist auf jeden Fall was zu spielen. Aber ich weiß nicht, dann sagt mir sagt das irgendwas. Ob das eine App ist oder ob ich das mal auf YouTube gesehen habe. Mir sagt es gar nicht. Mir sagt das auf dem Discord-Channel. Ja, ja. Irgendwie sagt mir das. Was sagt man euch nochmal? Vielleicht wisst ihr es ja schon. Schreibt es in die Kommentare. Hier aber. Darf man dann wieder rein? Also, Filme rein, das rein. Goldkarten. Wie gesagt, mir sagt das irgendwas, als wenn ich da mal ein Video von gesehen hätte auf YouTube. Ja, du kannst wahrscheinlich hier spielen und Strategien lernen. Gut möglich. Schöne Bilder. Alles gefällt mir. Konnte? Für deinen Blackjack. Ein bisschen geschmückt in spanischem Lack. Polo Club. Polo Club, wollte ich gerade sagen. Polo Club? Nein, danke. Wir sind aber im Raiders Shop, ne? Guck mal, wie verwinkelt, da sind wir schon dran vorbei. Oh, hat er zu? Weiß ich immer gerade. Guck, wir sind einfach so dran vorbeigelaufen. Oder hat er noch gar nicht auf? Oder ist er auf der anderen Seite? Ne, der hat zu, oder? Der war aber eben offen. Ja, Lunchbreak, das gibt es ja wohl nicht. Mittendrin macht er eine Pause. Okay. Für 30 Minütchen. Ja, okay, wie gesagt. Okay, er hat noch auch nicht so viel, ne, wie die anderen Dinger. Klein, aber süß. Klein, aber süß? Klein, aber süß. Raiders Sachen sind immer süß. Silver and Black. Ja, ist der Polo hier, dich hört es doch bestimmt oder nicht. Aber auf jeden Fall baut er noch auf. Ja, ja. Oder ab. Nee, der baut auf. Der war, wie gesagt, auf der einen Seite war ja Disney und auf der anderen Seite war der... Ja, wir waren unten, also in der ersten Etage. Der war unten. Und sind wir nicht komplett, komplett runter. Ich meine auch, der war unten. Fahren wir mal wieder runter. Einfach wie, so sagen, wie... Wie das Wetter ist schön draußen. Mit der Uni Füße schon weh. Also, mit der Uni Füße. Das ist echt der Wahnsinn, oder? Ja. Aber das ist ja, alle, die hier Urlaub machen in Las Vegas... Nehmt euch immer bequeme Schuhe mit, weil die Dimensionen vom also Spazierengehen. Nein, ich sage ja nur, dass also bequeme Schuhe anziehen. Michael Kors. Zur Michael Rechten. Kors. Nein, ich meine ja nur damit, wie gesagt, man sieht eine Dimension hier von Größe und denkt, oh, das sind ein paar Meter nur und in Wirklichkeit. Ist es dann doch etwas weiter. So, hier waren wir, weil es ja... Da waren wir ja unten drin. Genau. Also wir suchen immer noch diesen Haushaltsladen. Den suchen wir noch. Und ich bin mal gespannt, ob er noch da ist. Weil da waren wir 2018, wenn wir hier im Urlaub waren. Ja. Da haben wir dann gesagt, weil du da die KitchenAid und so weiter gesehen hast,
dass du gesagt hast, wenn wir nach Amerika auswandern, kaufen wir uns den KitchenAid. Richtig. Dass das ein Jahr später war, okay. Das, ja. Gut, ich meine... Kam dann? 2018, wie wir nach Hause gekommen sind, stand es für uns eigentlich fest. Ja, da hatten wir eigentlich schon soweit alles für uns geklärt. Ja. Aber wie gesagt, das Ding ist so groß, ich weiß nicht mehr, in welcher Ecke das war. Und die hatten ja schöne Sachen, ne? Ah, da vorne ist Zara. Zara gibt es auch hier. Hier kannst du schon massieren lassen. Ja. Aber wenn, dann bräuchtest du ja nur die Waden massieren lassen, so viel wie wir gehen. Oder quasi, wie der Mann oder Frau, ich weiß es nicht mehr, schläft. Ja. Man liegt da schon. Wenn du kein Hotelzimmer mehr bekommen hast, legst du dich da rein. Und haben wir ihn dann doch gefunden, den Food Court. Wir müssen uns wieder revidieren. Also wie gesagt, wir kennen auch noch nicht alle Ecken. So, was haben wir denn da? Burger. Burgergrill. Philadelphia. Todi, Sabo. India hat zu. Hat India, Masala, scheint noch zu sein. Opa. Panda Tacos. Express. Panda Express. Und Wings. Der hat auch zu. Aber wir finden alles. Der Geruch hat uns hergetrieben. Ah ne, hier lag doch der liegt immer noch da. Der liegt immer noch da. Nach dem Food Court und nach Zara liegt immer noch da und schläft dann da. Aber wie gesagt, das sind die, die dann... Banana Republic, Schatzi. Banana Republic. Aus unserem Outlet. Banana Republic, aus unserem also Outlet. Wir kannten es auch nicht aus Deutschland. Nein. Aber die haben wirklich tolle Sachen, genau. Ne? Aber da würde ich auch sagen, da fährst du am besten dann ins Outlet hin, weil ich glaube nicht, dass die Outlet-Preise haben. Auch kein Schild, 25% oder sonst was? Nee. Gar nichts. Können wir euch empfehlen. Also wirklich sehr gute Ware zu sehr guten Konditionen. Ja. Und in welchem Outlet ist es nochmal? South. South. Okay. Koffer? So. Und darunter? Darunter. Michael Gross, von da genau, von da sind wir gekommen mit dem Waiters. Da ist nichts mehr. Ende forever. Also ich sehe schwarz für unseren Haushaltsladen. Ja. Aber das hatten wir ja am Anfang des Videos gesagt. Mal gucken, was noch da ist, was nicht mehr da ist. Lip-Lab. Lippenbalsam bekommst. Geschminkt wieder. Das ist auch ein Laden hier. Was war drin? Pretty done. So, sind über den Food Court rausgegangen, sind also wieder draußen. Ich bin das kleiner wie mein Mann. Ja, aber noch mal. Ich kann auch runterkommen. So, okay. Gleich Größe. Und, ja, leider haben wir unseren Haushaltsladen nicht gefunden. Ja, nicht gefunden, nicht mehr da. Aber wir haben auch den Disney Store nicht gefunden. Also auch der Schatz. Oder wir sind wieder in Gang, haben vergessen, den mitzunehmen. Kann auch sein, weil das Ding ist wirklich so wir groß. Drehen uns beide mal ein bisschen was, weil ich habe wieder was. So, wir sehen hier, da ist der Kotze. Und ja, in der Ecke, da rechts, ganz rechts. Da seht ihr die Kuppel. Ich gehe ein bisschen gleich zurück. Das ist mal das Vier-Theater. Ach so, die Weltkugel, ne? Die Weltkugel, genau. Und ja. Wir nehmen es hinten nochmal auf. Wir machen kurz Pause. Ich drehe, damit ihr es so schon sehen könnt. Also das ist die Kuppel schon vom neuen Sphere. Da ist Theater. Nur Theater. Das ist nur Theatermusik. Nein, nur Theatermusik. Künstler treten da auf. Also das ist nicht mit Hotel. Ihr seht, ist ganz rund. Also das wird sieht ganz aus, rund. Wie eine Weltkugel soll es aussehen. Ich blende mal das Bild ein, genau. Damit ihr seht, wie es aussieht. So sieht es aus. Genau. Und ja, das war jetzt unsere letzte Mall. Ne? Also andere sind ja Outlets, das ist ein Einkaufszentrum. Sie. Und andere Einkaufszentren haben wir ja nicht. Nein, so große nicht. So. Genau. Win and Go. Und ihr seht es, gut befahren wieder. Und langsam
Ja. Aber heute, wie gesagt, ist... Die Straßen sind wieder alle neu und befahrbar, wie wir das letzte Mal die Seite gefahren sind. Ja, war als Baustelle. War Baustelle, genau. Ja, und darunter weiter auf der linken Seite kommt ja, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann von hier, das neue New World Resort. Auch da haben wir ja schon ein Video von gemacht. Werdet ihr auch sehen. So, wollte eigentlich der Abspann sein. Jetzt immer noch länger. So, da hinten links ist das World Resort. Und einmal View komplett. Genau. Über den Zweig über die. Das hören wir mal noch nicht, ne? Treasure waren wir. Treasure, nur noch nicht aufgenommen. Ich vergesse mal, wie ich manchmal aussprechen muss. Dann einen schönen Nachmittag von hier. Genau. Ciao, ciao.